Hallo zusammen und damit heiße ich euch wieder einmal recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche nehmen wir euch mit in ein Objekt mit ungeahnt langer Geschichte. Die Recherche zu diesem Gebäude nahm auch einige Zeit in Anspruch, aber brachte am Ende so manches ans Tageslicht. Es gibt also, wie häufig, viele Informationen zum Gebäude, doch nicht alle waren positiv. Vor allem eine war für uns eher überraschend, aber dazu später mehr. Sollten euch verlassene Orte hier in Ostdeutschland interessieren, dann schaut gerne einmal auf unseren Kanal. Dort gibt es weit über 100 Folgen zu diesem Thema. Abonniert uns, wenn euch dieses Thema interessieren sollte. Aber nun rein in dieses Video. Wir sind Urbexel Ederik aus Leipzig und in dieser Folge zeigen wir euch das ehemalige Hotel Wagner in Zwickau. Mitten im Zentrum der Stadt gelegen, verweilt das seit vielen Jahren leerstehende und ungenutzte Gebäude vor sich hin. Dabei sah es selbstverständlich nicht immer so dort aus, das Gebäude hat eine längere Vergangenheit, als es zuerst vermuten lässt. Dabei reisen wir wieder einmal viele Jahrzehnte zurück in die Vergangenheit und wollen einmal sehen, wie sich, wann sich und vor allem, wohin sich das Ganze entwickelt hat. Glanz und Gloria prägten das Hotel Wagner über viele Jahre und vor allem über viele politische Epochen. Vom Kaiserreich über die Weimarer Republik bis zum Dritten Reich und die DDR. Leider kam es nie wirklich in der heutigen Bundesrepublik an und am Ende kam alles ganz anders, als es hätte sein müssen. Feierlich durch Bahnhofsrestaurateur, Inhaber und Namensgeber Gustav Wagner am 1. Juli 1866 eingeweiht, trat das Hotel Wagner, gelegen in der Bahnhofsstraße 67, in seinen Dienst. Andere Quellen sprechen von der Hausnummer 61, am Ende ist es wohl 61 bis 67, was bei größeren Objekten häufiger vorkommt. Wer etwas auf sich hielt und sich Zwickau anschauen wollte, der kam hierher ins Hotel Wagner. Die Anbindung ins Zentrum war hervorragend. Und selbst zu Fuß brauchte man auch heute noch nur etwa 15 Minuten bis in die Altstadt. Außerdem lag man vom Zwickauer Hauptbahnhof nur einen Sprung entfernt, ca. 2 Minuten zu Fuß und schon war man eingecheckt. Luxus in einer Zeit, als noch deutlich häufiger Kutschen in den Städten unterwegs waren und man auf den öffentlichen Nahverkehr zwingend angewiesen war. Das sogenannte erste Haus am Platz beherbergte neben vielerlei Zimmern und je nach Geldbeutel verteilt auf anfänglich 3 Obergeschossen luxuriös bis eher spartanisch eingerichtete Wohnstuben. Auf was sich der Slogan erstes Haus am Platz bezog, war erst nicht so ganz eindeutig. Weder gibt es noch gab es in der Vergangenheit einen Platz an diesem Ort, der zumindest auf einer Karte eingezeichnet war, die ich finden konnte. Nur vor dem Hauptbahnhof selbst
gibt es noch heute eine platzähnliche Fläche, allerdings trägt auch diese keinen Namen, selbst vor 80 Jahren nicht. Auf einer alten Postkarte fand ich dann aber die Lösung, denn der einstige Platz existiert heute aufgrund der in nördlicher Richtung verlegten Schienen nur noch bedingt. Aber es handelt sich um den einstigen Bahnhofsplatz, auch wenn dieser heute fast gänzlich verschwunden und vergessen ist. Somit machte der Slogan wieder Sinn. Ich hatte einen Stadtplan von 1933 im Netz gefunden, auf welchem dieser Platz ebenso nicht mehr eingezeichnet war. Zwar heizte man hier mit Kohle, für die die Region und ebenso Zwickau bekannt war, doch warb man auch über die Jahrhundertwende noch immer mit heute alltäglichen und selbstverständlichen Dingen, die damals noch seltener waren als gedacht. Zentralheizung, fließendes warmes Wasser, elektrisches Licht sowie Duschen und einen Aufzug auf allen Etagen. Kein Wunder also, dass die Buchungsbücher stets gut gefüllt waren. Über die Jahre bekam das Hotel immer wieder neue Eigentümer. Wagner selbst wurde wohl nach einem Bericht zufolge zwangsenteignet. Doch warum und wann das genau geschah, das konnte ich nicht herausfinden. Jedenfalls liest man immer wieder von anderen neuen Eigentümern wie Witte oder Uhlig. Vermutlich waren noch deutlich mehr Besitzer an Bord. Der Name Wagner blieb allerdings beständig bis zum Schluss. Der gute Ruf des Hauses sollte sehr wahrscheinlich nicht unter einem Namenswechsel leiden müssen. Im Erdgeschoss befand sich selbstredend die Anmeldung, die unter der Fernsprechnummer 56 95 97 ständig erreichbar war. Ein paar Stufen höher lag dann das Restaurant und die dazugehörige Bar. Vermutlich wurde zu DDR-Zeiten eines oder beides unter dem Namen Wagners Klause betrieben. Ob das auch schon vorher der Fall war, konnte ich nicht herausfinden. Jedenfalls gab es hier auch Platz für einen Tanzsaal, wo hin und wieder auch verschiedene Ausstellungen und Sitzungstreffen stattfanden. Über die vielen Jahrzehnte kam es ebenso immer wieder zu Anbauten und Veränderungen am Gebäude selbst. Stück für Stück wuchs das Hotel in die Höhe und nach hinten hinaus. Zu den ursprünglichen drei Obergeschossen kamen am Ende noch zwei weitere, also mit Erdgeschoss insgesamt 6 Etagen. Was nach den einzelnen Umbauten von der ursprünglichen Hotelsubstanz noch übrig blieb, ist fraglich. Der Kohlebunker mit altwirkenden Rundbögen blieb selbst über die gesamte DDR-Zeit und bis zum Schluss. Vermutlich gab es auch deswegen keinen Denkmalschutz, aber das ist nur Spekulation, denn eine Eintragung im Denkmalschutzregister fand ich nicht.
des Zweiten Weltkrieges blieb Zwickau anders als Leipzig oder Dresden wie durch ein Wunder von einer Flächenbombardierung verschont. Dennoch verloren fast 600 Menschen ihr Leben bei verschiedenen Luftangriffen über der Stadt. Ziel der Angriffe waren wie so häufig Infrastruktur und verschiedene Fabriken, die zumeist und zum Glück am Rande der Stadt lagen. Sonst hätte wohl unter Umständen das Hotel Wagner seinen 100. Geburtstag nie feiern können. Zwickau wurde im Zweiten Weltkrieg zu etwa 5% zerstört, auch viele Wohnhäuser und öffentliche Gebäude wurden dabei getroffen und unwiederbringlich zerstört. Da sich der Zwickauer Hauptbahnhof in unmittelbarer Nähe zum Hotel befindet und dieser beträchtliche Schäden im Krieg hinnehmen musste, ist es nicht ausgeschlossen, dass auch das hier gezeigte Hotel getroffen wurde. Vielleicht erklärt das auch das unterschiedliche Aussehen des Gebäudes. Vielleicht habt ihr ja da Informationen, ob das Hotel im Krieg Schaden erlitt. Zu DDR-Zeiten lief der Betrieb weiterhin recht gut, aber erstmalig auch unter anderem Namen. Hotel Stadt Zwickau hieß es nun ab 1972. In dieser Zeit waren die Preise wohl etwas überhöht für gewöhnlichen bis gehobenen DDR-Standard. In den ersten 23 Jahren nach Staatsgründung empfing man hier Gäste unter dem Namen Handelsorganisation Hotel Wagner oder kurz HO Hotel Wagner. Die Gäste kamen häufig aus dem Ausland und ja, da zählten auch westdeutsche Bürgerinnen und Bürger dazu. Letztere waren hier übrigens sehr häufig zu Gast und für die DDR war auch die D-Mark kein Absagegrund. Im Gegenteil, man war auch hier gern gesehen. In dieser Zeit entstand auch ein plattenbauähnlicher Anbau auf der Rückseite zum Hotel, das sechsetagige sogenannte Wagner-Bettenhaus. Dieses sollte später noch eine tragende Rolle spielen, auch wenn nur kurz. Der Sinn war natürlich, in dem Bettenhaus darin Betten zu lagern, aber gerade im Keller und auch im Erdgeschoss fanden sich viele weitere Nutzungen. So wurde im Erdgeschoss neben den Umkleiden und weiteren sanitären Einrichtungen vermutlich die hauseigene Wäscherei sowie die Küche betrieben. Es wirkte zumindest so, woanders war dafür einfach kein Platz mehr. Im Keller befanden sich zudem die dafür notwendigen technischen Gerätschaften wie Umluft- und Filteranlagen, Gebläse und weitere Heizungsanlagen aus den letzten Tagen des Hotels. Nach dem Ende der DDR kam auch das Ende der Handelsorganisation, zu der die meisten Hotels, wenn nicht sogar alle Einrichtungen dieser Art zählten. Entsprechend ging das Hotel Stadt Zwickau, wie es seit 1972 bis zuletzt betrieben wurde, 1990 in die Hände der Treuhand. Dort wurde es aber relativ schnell wieder herausgekauft und weiter betrieben, denn Gäste kamen nach wie vor und auch nach der Wende viele. Dafür erhielt der neue Eigentümer Fördermittel in Höhe von 2,3 Millionen Mark vom Staat, die allerdings und sehr wahrscheinlich nie in das Hotel selbst, sondern in andere Interessen flossen. Zwar hatte man begonnen, das Gebäude zu sanieren, aber keineswegs in Höhe der erhaltenen Fördermittel. Die Vermutung lag nahe, dass man die erhaltenen Gelder in ein anderes Hotelprojekt im Ausland steckte. Sicher nachweisen konnte man das aber bis heute nicht. Die Geschichte des Hotel Wagners wird ab hier wirklich sehr ärgerlich, aber unausweichlich. 1996 war Schluss. Man verhängte erst einmal Betriebsferien, die nie wieder enden sollten. Aus dieser Zeit habe ich einen interessanten Bericht hier im Netz gefunden, wo aus dem Hotel im Dornröschenschlaf berichtet wird.
Damals war die Hoffnung und der Wille zur Aufrechterhaltung des Betriebs sehr groß, zumindest bei den Angestellten, denn die Bücher waren weiterhin gut gefüllt, doch der Eigentümer ließ sich kaum noch blicken und zeigte damit ebenso seine betrieblichen Ambitionen für das einstige Hotel. Eine Frage beherrscht das allgemeine Interesse. Was wird aus dem einst so renommierten Hotel Stadt Zwickau in der Muldestadt? Seit dem 15. Juli, so ist es jedenfalls am Hoteleingang zu lesen, sind Betriebsferien. Betriebsferien für immer? Für die Hotelangestellten, die mit viel Engagement nicht erst seit der Wende dem Hotelpersonal größtenteils angehören, scheint das endgültige ausgekommen zu sein. Nun war sie da, die Insolvenz. Nach der Schließung geriet das Hotel zusehends in Vergessenheit, doch es sollte noch ein vermeintlich ambitionierter Investor kommen. Und Zwickau selbst, sei es durch die Stadt, verschiedene Bürger oder Institutionen, wollten das Hotel nicht so schnell aufgeben, doch passiert ist dann eher wenig. In den frühen 2010er Jahren kamen mehr und mehr Fragen auf, wie es denn nun endlich mit dem inzwischen genannten Schandfleck weitergehen könne. Denn das Gebäude verfiel zusehends, Kabeldiebe, Jugendliche, Randalierer und illegale Müllentsorger fanden immer wieder Zugang zum Objekt. Die Antwort war neue Wohnungen im Hotel. Es war also ein Licht am Ende des Tunnels. Doch dann folgte am 19. August 2014 ein Feuer im ehemaligen Kohlebunker, der sich rückseitig zur Straßenseite befand. Man hatte hier Müll und Unrat entzündet. Das Feuer konnte zwar schnell gelöscht werden, doch die Schäden durch das Löschwasser, durch das Feuer und den Rauch waren viele Jahre später noch zu sehen. Fast genau ein Jahr später, Anfang Juni 2015, folgte dann der Super-GAU. Es brannte erneut im Hotel Stadt Zwickau. Dieses Mal aber verheerender und zerstörerischer. Unbekannte entzündeten wohl den Dachstuhl des Gebäudes, wodurch es zu einer Durchzündung kam und das Dach fast vollständig zerstört wurde. Noch während der Löscharbeiten wurde von warmer Sanierung gesprochen, um einen Abriss schneller herbeiführen zu können. Fakt ist aber, dass das Gebäude ohnehin schon schwierig zu sanieren war. Nach diesem Feuer standen die Zeichen schlechter denn je. In der Folge wurde der Gehweg und die Straße gesperrt, um das Objekt einer Notsicherung zu unterziehen und vorbeifahrende Menschen vor herabstürzenden Teilen zu schützen. Die gesetzten Zäune brachten neben der Sicherheit aber auch weitere Probleme mit sich. Immer mehr Menschen lagerten dort ihren Müll ab. Die Stadt hatte die Nase voll. Und auch der Eigentümer musste nun etwas unternehmen. Der Antrag zum Abriss folgte auf dem Fuß. Doch es sollte noch eine ganze Weile dauern, bis es soweit war, denn als die Zeichen auf Abriss standen, wollte man nun doch noch eine Sanierung als Last-Minute-Aktion starten, aber es war zu spät und auch dieser Plan scheiterte. Am 10. Mai 2021 begannen nun die Abrissarbeiten am Hotel Stadt Zwickau, nachdem die Sanierungsideen einfach zu lange brauchten und die Bürokratie ihren Rest dazu gab. Ende Juni 2021 stand bis auf das Wagner-Bettenhaus nichts mehr vom einstigen Hotel. Der Eigentümer hatte mit der Stadt einen Deal ausgehandelt, obwohl er im Vorfeld die Immobilie inklusive Grundstück an die Stadt verkaufen wollte. Doch der Preis passte nicht, also blieb es beim benannten Deal, wonach er eine Villa erwerben oder tauschen konnte und die Stadt im Gegenzug das hier frei gewordene Grundstück nach dem Abriss inklusive dem Wagner Bettenhaus erhalten sollte.
Dass das Hotel abgerissen wurde, bekam ich erst bei den Recherchearbeiten mit. Diese Aufnahmen entstanden übrigens im Oktober 2020, also etwa ein halbes Jahr vor Abriss. Am Ende musste es wohl soweit kommen, aber es ist natürlich sehr schade, weil es eben diese ganzen turbulenten Zeiten überstand und es nur deswegen abgerissen werden musste, weil einfach keine Konzepte da waren oder diese zu spät kamen, Bürokratie zu lange braucht und Brandstifter wie immer ihren Weg finden. Der Name Wagner soll übrigens in den nachfolgenden Gebäuden erhalten bleiben. Ich las irgendwas von wegen Wagner-Türme oder Wagner-Towers, aber da lassen wir uns mal überraschen, denn bisher steht hier noch nichts Neues. Immerhin, aber man hätte ja vieles vorneweg anders machen können, wenn nicht sogar müssen, aber das ist rückblickend vielleicht etwas leicht gesagt. Im Objekt selbst lag anfangs wirklich viel Müll und Unrat umher. Der Kohlekeller war durch seine schiere Größe und den pechschwarzen Wänden durch Ruß wie aus einem Horrorfilm. Weiter oben fanden wir dann die Schlüsselausgabe und die Bar sowie die Ausstellungsräume. In den oberen Etagen war vieles wie leer gefegt, fast schon besenrein. Ganz nach oben kamen wir jedoch nicht. Der Dachstuhlbrand hatte sein Nötigstes getan, um uns im Treppenhaus den Durchgang zu verwehren. Es ist eine wahrlich traurige, aber auch großartige Geschichte durch viele wilde Zeiten, wenn man das Ende außen vor lässt. Mich interessiert am Ende natürlich wie immer, was hättet ihr mit dem Hotel gemacht? Vielleicht gleich abgerissen oder komplett saniert? Vielleicht hättet ihr es aber auch in den ursprünglichen Zustand wieder zurückversetzt, so wie es damals Ende des 19. Jahrhunderts der Fall war, oder. Schreibt es mir am besten in die Kommentare, es interessiert mich auf jeden Fall. In die Infobox stelle ich euch natürlich noch weitere Links zur Geschichte des Hotel Wagners, zum Abriss, dem Feuer und natürlich auch den Fernsehbericht, den könnt ihr euch sehr gerne mal angucken, der geht 4-5 Minuten. Ich verabschiede mich jetzt zum Schluss natürlich wie immer noch mit vielen Bildern, die wir hier mitnehmen konnten. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und wenn ihr das nicht schon getan habt, abonniert uns gerne jetzt auf diesem Weg. Ihr unterstützt uns damit. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt mir gesund und munter. Wir hören uns, bis dahin und ciao.